Blackrock Studio. Disney Interactive Studios. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir suchen überall auf der Welt nach Orten wie diesem. Wunderschön, zerklüftet, episch. Diese Landschaft bietet ein Ausmaß an Herausforderungen, wie es nur Mutter Natur auf Lager hat. Hier treffen sich die Besten der Besten, um in der Pure-Welt-Tournee gegeneinander anzutreten. Ja, das neue Let's Player ist Pure und wer das Spiel nicht kennt, ja, das ist ein Rennspiel, ein Quad-Rennspiel, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist von 2008 und man muss trotzdem sagen, die Grafik ist immer noch gut und die ist immer noch nicht veraltet. Ja, und ich finde, der Trailer oder ja, das Teil davor sieht schon mal ganz gut aus und wenn ich jetzt Enter drücke, dann starten wir mit dem Tutorial. Willkommen bei Pure, willkommen bei Pure. Bevor du richtig loslegst, müssen wir sicherstellen, dass du auch gewachsen bist. Dass du dem auch gewachsen bist. Wir haben 5 Ziele aufgestellt. Schaffst du sie, dann bist du bereit. Vergiss nicht, bla. So. Zuerst musst du auf dem Kurs eine Runde absolvieren. Ja, ich denke, das bekomme ich hin. Ja, ich habe das Spiel schon, weiß ich nicht wie viel mal durchgespielt. Und es macht immer noch Spaß. So. Deswegen kenne ich jetzt halt auch schon die Steuerung und so. Gut gemacht. Ja, haben wir geschafft. Vorladen. Toller Flug. Du solltest vorladen, so oft sich nur die Chance dazu bietet. Trick ausführen. Ja, habe ich doch eigentlich schon gemacht. Naja, egal. Jetzt einen Trick. Das hat super ausgesehen. So, Boost. Jetzt soll ich boosten. Voll gemacht. Mit dem Boost dürftest du die anderen Fahrer problemlos einholen können. So, was jetzt Deine das letzte Ziel? Die Prüfung ist gekommen. Du musst auf diesem Kurs eine Runde absolvieren, bevor die Zeit abgelaufen ist. Dazu musst du vorladen, Tricks hinlegen und ordentlich boosten. Wenn du das schaffst, bist du bei der Pure Welt Tournee dabei. Okay. Beende die Runde, bevor der Timer auf Null steht. Alles klar, das machen wir. Null Problemo. So, hier mache ich jetzt einen Spezialtrick. Oder, ja, doch, Profi-Trick eigentlich. So. Gut gemacht. Du beherrschst deine Sachen wirklich. Viel Glück. Jetzt haben wir das Tutorial geschafft. Das ist eigentlich relativ einfach.
Ich weiß nicht, ob der Sound immer noch ein bisschen zu laut ist. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich habe schon extrem leise gemacht. Steht gerade mal auf 25 von 100. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es doch irgendwie noch ein bisschen zu laut ist. Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel schon mal aufgenommen. Und dann habe ich festgestellt, als ich es auf YouTube hochgeladen habe, oh shit, die Mucke ist GEMA geschützt. Echt super. Welttournee. Na So. los, wähle einen Fahrer. Vergiss nicht, dich mit einem Helm und Klamotten einzudecken, die zu deinem Stil passen. Ja. Tortfuchs. Clayton wurde in London in England geboren. Als er 15 war, Sehr zog seine schön. Familie nach San Diego. Kurz nach seiner Ankunft in den USA entdeckte er seine Begeisterung für F9, ATV-Rennen, nächster obwohl er Helm. erst recht Sehr spät in schön. diesen Sport ein. Was nehme ich denn für einen? Der auch als Iceman. Ich nehme wieder den Todd Andrews, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich Todd nehme mal wuchs das in hier. Kalifornien auf der Farm seiner Familie auf. Wenn er nicht seinem Vater auf der Farm half, verbesserte er seine ATV-Fähigkeiten auf dem Kurs. Ja, bla bla. So, jetzt labert er wieder 5 Minuten Willkommen wahrscheinlich. in der Garage, wo deine ATVs gebaut, angepasst und gespeichert werden. Wähle einen leeren Platz. Um einem neuen ATV Leben einzuhauchen, musst du für jede Option einen Teil aus der Komponentenliste auswählen. Wenn du fertig bist, gib ihm einen Namen. Wenn du keine Zeit hast, ein ATV von Grund auf. Halt die Fresse jetzt, so, ganz ehrlich. Ob beim So. Wettrennen oder im Freestyle, du brauchst starke Schwinggabeln. Alter, das nervt sowas von einfach, ne? So. Gut, da haben wir. Querlenker verbinden die Vorderreifen mit deinem ATV-Rahmen und den Stoßen. Ja, ist doch gut. Ich will's gar nicht wissen. Ehrlich zu sein. So. Jeder Hersteller hat Renn- und Freestyle-Stoßdämpfer, sodass du dein ATV für Wettrennen oder Tricks einstellen kannst. So. 41, 42 davon. Ich möchte ein bisschen mehr auf die Steuerung gehen, um ehrlich zu sein. Von LK, Standard. Wähle Räder, die zum Stil deines ATVs passen. So, was für Jeder Reifen? Hersteller hat Sand- und Matschreifen. Wähle die Reifen, die zu deiner Technik passen. So. Du kannst zwischen 2- oder 4-Takter und einer großen Auswahl an Einsatzmöglichkeiten wählen. Maximale Leistung ist nicht immer am besten, denn du musst dabei auch Gewicht und Drehmoment berücksichtigen. Jo, Beschleunigung, ist der ganz gut? Ich würde einfach mal den hier nehmen. Klasse D. Lenkstangen gibt es in allen Formen. So. Ach komm, machen wir einfach so. Ritzel steuern die Höchstgeschwindigkeit deines Fahrzeugs. Hey, vergiss nicht, du kannst die Schaltfläche automatischer Bau-Wettrennen anklicken, um automatisch spezielle Teile für Wettrennen auszuwählen. Und die Schaltfläche automatischer Bau-Freestyle, um automatisch spezielle Teile für Freestyle-Rennen auszuwählen. Kann hier mal jemand das Bremsen Maul verlangsamen dein stopfen? ATV. Ganz ehrlich. Für Let's Wünschst du Play dir ist mehr das. Biss für diese Kurzsprünge, entscheide dich bei deinem Motor für Lachgaseinspritzung. Aber übertreib nicht, sonst machst du dem. Halt jetzt die Fresse. Die So, Karosserie deines ATV. hier, ne, nehmen das hier einfach mal ganz schnell. Wir machen hier einfach irgendwas drauf, damit er Hast du nicht dein anfängt ATV zu. fertig Ja, bla gebaut, geht bla. es an Sprit. Blub, 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 bla, bla, bla. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Hier, das hier nehmen wir. Halt einfach die Fresse, ja? Dann ist alles gut. So. So. So.
Der heißt Herbert. Bert. So. Herbert. So, ja, unser Herbert ist ready. Willkommen in der Garage, wo deine ATVs gebaut. Hier kannst du dein ATV Schnauze. umrüsten. Um ein Teil zu wechseln, wähle Will es in ich der nicht. Komponente. So, hier ist nochmal Die die Q-Ray-Tournee Anleitung. setzt sich aus 10 Stufen zusammen. Am Anfang hast du nur Zugriff auf die erste Stufe. Doch wenn du genügend Rennen geschafft hast, darfst du an neuen, anspruchsvolleren Stufen teilnehmen. Ja, ist okay. So. Alles klar, wir fahren unser erstes Rennen. So, schauen wir mal. Und es ist jetzt echt ein bisschen langweilig ohne die Musik, das muss man echt ganz einfach mal sagen, aber ich hoffe, ich kann das irgendwie überbrücken. Wie es aussieht, bist du nun bereit für das echte Rennerlebnis. Auf geht's zur Strecke, wo du gegen 15 weitere Konkurrenten antrittst. Deine Aufgabe ist ganz einfach. Erreiche vor den anderen Fahrern das Ziel. Wenn du immer ganz vorne mit dabei sein willst, musst du immer dann Tricks machen, wenn es das Maximum an Saft zu verdienen gibt. So kannst du deinen Boost voll aufdrehen und mit deinem ATV die Konkurrenz hinter dir lassen. Halte die Augen offen. Es gibt vielleicht Abkürzungen, die nicht immer ganz leicht zu sehen sind. Manchmal muss man weiter springen als normal, um auf ihnen fahren zu können. Ja. Wunderbar. Wunderbärchen. Wunderbärt. So. Erstmal schön Helm aufsetzen, Handschuhe festmachen. So, jetzt geht's los. So, kann ich das denn überhaupt noch? Ich weiß ja nicht. Oh lol. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Was gezeigt, man? Oh Gott, was mache ich hier? Alter, ich bin so scheiße, ne? Boah, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ach komm, warte mal. Ganz ehrlich, nee, das müssen wir noch mal machen. Das geht so ja gar nicht klar. So, jetzt ist der fortgeschrittene Trick verfügbar. So, wir boosten gerade noch mal. Fuck! Boah, Alter, wie soll ich denn Erster werden, ganz ehrlich? Komm aber auch echt nicht klar. Lol, ist der despawned? Knarzen hier also. Ich glaube, ich muss die Aufnahme verschieben. Wenn es hier blöde Störgeräusche gibt. Natürlich dann nicht so geil. Och, Alter, es kann nicht wahr sein. Ich bin so scheiße. Wir müssen nochmal machen. Das geht so nicht. Muss erstmal wieder reinkommen. So, jetzt.
muss jetzt hier erstmal wieder mich wieder mit der Steuerung hier zurechtfinden. Also langsam bekomme ich den Dreh wieder raus ein bisschen. Lol, mega Ruckler. Wartet mal, ich muss die Aufnahme unterbrechen, irgendwas ist kaputt. Achso, das ist mal...